Al-Qaida im islamischen Maghreb hat sich zum Anschlag mit mindestens 60 Toten in Mali bekannt. Mindestens 32 Menschen sind von mutmaßlichen Boko Haram-Rebellen im Nordosten Nigerias getötet worden. Der Angriff auf das amerikanische Konsulat in Benghazi ist offenbar doch ein Racheakt von Al-Qaida. Boom Leute, herzlich willkommen zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema. Die Jungs saßen da jetzt wirklich schon Monate dran. Es ist extrem krass. Ich konnte selbst nicht glauben, aber wir drehen heute Erkenne den Terroristen. Ein extrem ernstes Thema, deswegen bitte ich euch auch respektvoll damit in den Kommentaren umzugehen. Es ist eine krasse Sache. Das Video soll natürlich auch zur Aufklärung dienen. Sprich, ja, wir hoffen, dass wir durch das Video eventuell ein Bild davon bekommen, wie es sein kann, wenn man da reinrutscht. Ich bin extrem gespannt auf die Stories. Wir haben Special Guest heute dabei. Deswegen, wir machen das Ganze nicht alleine. Denkt dran, bevor es Video losgeht, checkt die Sidechains-Kollektion ab, die bald kommen wird. Extrem krass. Wenn ihr, ganz wichtig, wenn ihr wissen wollt, was alles noch geplant ist, Freunde, wir haben noch so krass viel geplant. Ich sag nur, Auslandsfolgen. Egal, ich will nicht zu viel verraten. Bro, wir verraten nicht zu viel, okay? Wir schlafen auf jeden Fall nicht. Wir haben extrem viel geplant. Wenn ihr wissen wollt, wer in den nächsten Folgen am Start ist, alles Mögliche, folgt mir auf Instagram. Dort erfahrt ihr immer, was wir so Neues drehen. Ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht mehr groß rum, sondern bitten einmal die Special Guest rein, bitte rein! Was geht, Jungs, alles gut? Ja. Ali wieder am Start. Bro, was geht? Ben Fresh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah, yeah, yeah. Sarah, was geht? Alles gut? Alles bestens. Ey, es freut mich, dass ihr hier seid. Kranke Jury heute. Kranke Jury. Sieht auch richtig fresh aus. Wie immer. Wollte ich einmal setzen? Du siehst auch fresh aus. Alright, ey, es freut mich, dass ihr hier seid. Es freut uns auch. Heute wieder Special Guest am Start. Ben Fresh, wie geht's dir? Du weißt Bescheid, nur mit Ali, du weißt Bescheid. Ali, Bruder, du bist ungeschlagen, oder? Ungeschlagen, Leute, ja. Theo am Start. Theophilos Junior. Yeah! Oh, der war stark. Ja, genau. Theophilos Junior, beste Mal. Ihr kennt mich, Digga. Ich bin das erste Mal hier. Ich war hier noch nie. Wie ist Hannover für dich? Hannover ist sehr trocken, Digga. Aber, trocken, ne? Sehr trocken. Hamburg ist Hannover, der Hamburg ist der Shit. Das Ding ist, Bruder, das ist die einzige Location, die irgendwie läuft hier, Bruder. Theo, ohne Spaß. Digga, du bist der krasseste Newcomer-Sänger überhaupt, finde ich. Oh, jetzt ich küsse doch dein Herz. Nein, jetzt Retalk. Ich küsse dein Sei Herz. Sei mal ehrlich, seine Stimme. Ich muss sagen, Bro, das ist eine brutale Stimme, Digga. Ehrlich, Digga. Walla, Leute, mal. Digga, es wird groß. Ich bin ehrlich, Bro. Keine andere Wahl. Wir machen noch Mucke zusammen. Sie kann auch singen. Er auch, Digga. Du bald vielleicht auch. Bruder, du musst singen. Du bald vielleicht auch, Digga. Ich bin ein Bodyguard, Bruder. Boah, lass mal mit denen singen, Bruder. Dann haben wir noch Zara am Start. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's euch allen, Mensch? Es freut mich, dass du hier bist. Wieder mal am Start. Das dritte Mal jetzt schon, ne? Das dritte Mal jetzt. Wir lagen ja eigentlich immer richtig. Ja, wir waren immer bis jetzt richtig. Also wir sind auch ungeschlagen. Du? Wie? Hä? Was? Moment mal. Ich lag immer richtig, sagen wir es so. Sie lag richtig, Bruder. Ist im Endeffekt zählt das, was... Was kann ich dafür, dass diese Jury ausgewählt wurde? Spaß. Nein, nein, du hast was gemacht. Und am Ende habt ihr verloren. Okay? Warum hatest du mich eigentlich, Ali? Ich war bis heute immer korrekt zu dir. Aber es ändert nichts daran, Sarah, erste Folge verloren. Jungs, wir wollen kein Beef in der Jury. Wir brauchen eine Harmonie. Nee, richtig, Digga, Harmonie, also, Liebe. Richtig, Liebe. Nee, wir haben uns alle lieb. Damit wir auch gewinnen. Gebt euch mal jetzt über die Hand, bitte. Keine Streitigkeiten, okay? Wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Ist jetzt nicht so lustig, aber man kennt ja den Terroristen heute. Ich habe echt überlegt, Digga. Es handelt sich um echten Terroristen. Also 5 Personen behaupten, Terrorist zu sein und nur einer sagt die Wahrheit. Ist halt schwierig. Ja, Todes. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich das Video anschaut. Wer eventuell, es gibt Personen, die sind schon gefährdet, so in die Szene reinzurutschen. Und vielleicht wird durch das Video den Leuten klar, was passieren kann, wenn man da reinrutscht, weißt du? Um was geht's heute? Um wie viel Geld? Geht's um Geld heute? Nein, nein. Es geht wieder um Geld. Hier drin sind wieder mal 500 Euro. Wenn wir denken, dass derjenige ein Terrorist ist, aber er ist gar kein Terrorist, dann kriegt er die ganzen 500 Euro, weil dann hat er uns verarscht. Also er wird dafür quasi belohnt, wenn er sich lügt. Richtig. Ganz wichtig, check die unbedingt alle ab. Alles von denen in der Beschreibung drin. Ich küsse dein Herz. Ganz, ganz wichtig, wirklich ohne Spaß. Check die ab. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr groß rum, sondern bitten einmal die Terroristen rein, oder? Ja! Einmal bitte rein. So,
ich hab einfach Gänsehaut. So, Stimmung direkt so richtig gedrückt, ne? Guck mal, siehst du Gänsehaut? Wisst ihr, wieso ich auch Gänsehaut habe? Weil wir wissen, eine Person hat wirklich was erlebt dazwischen, Digga. Wirklich was erlebt. Was ist denn so euer erster Eindruck, wenn ihr jetzt mal so... Ich glaube, es geht auch viel um Salafismus. Bruder, ich glaube, jetzt kann man gar nichts sagen, Bruder. Hier sind fast alle maskiert. Digga, auch so verschieden maskiert. So, weißt du, wir haben Schleier dabei, wir haben ganz normale Mundschutz, wir haben Skimasken. Ich finde, der in der Mitte sieht spannend aus, weil der sieht für mich so aus, als hätte er was erlebt. Ja, und will aufklären, so wieder, weißt du? Ja, er kommt einfach ohne nichts. Er kommt einfach so, ja. Ohne nichts, er will einfach erzählen. Ja, so, ne? Nein, das ist der. Also ist mein Eindruck. Bruder, ich habe das schon, genau das dachte ich mir. Aber was, wenn er dann so kommt und so tut, als wäre er richtig Experte und extra ohne Maske, wäre er der Einzige, und dann ist er es nicht, Bruder. Theoretisch, wir können auch gar nicht sagen, deswegen würde ich sagen, fangt mal bitte an mit eurer Geschichte. Darknet, was lauert an den Untiefen des Internets? Also ich bin Jan, 20 Jahre alt und habe deutsche Terrorgruppen mit Waffen beliefert. Das ist meine Kollegin. Mein Synonym ist Enix und ich bin ebenfalls mit ihm in diese Machenschaften reingeraten. Ihr habt mit Waffen versorgt? Was? Ja, safe. Also habt ihr eine Terrororganisation unterstützt? Ja, genau. Gab es eine Konsequenz? Für uns nicht, nein. Noch nie? Nein. Und redet darüber? Ohne dass es eine Konsequenz für euch gab? Wir haben das hauptsächlich über das Darknet gemacht, haben Waffen aus Belgien dann hierüber geschifft bekommen und haben die dann hier weiterverkauft an Nazis sozusagen. Uiuiui. Aber wenn es keine Konsequenz für euch gab, frage ich mich, warum ihr hier steht und darüber reden könnt. Weil es alles anonym passiert ist. Und was ist jetzt eure Mission hier jetzt mitzumachen? Einfach aufzuklären über das Darkweb vor allem, weil das Darkweb ist einfach echt nichts, wo man mit rumspielt, wo man nicht sich einfach mal kurz Drogen kauft oder so. Jungs, ich glaube, man merkt selber, Digga, das ist die angespannteste Folge überhaupt, oder? Also ich weiß gar nicht. So ein mummeliges Gefühl. Nein, es ist einfach, man hat Respekt, Bruder. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß nicht, wie das beschreiben soll. Aber die Frau wollte noch was sagen, ganz kurz. Ich wollte auf jeden Fall noch dazu sagen, dass es halt anders angefangen hat, dass wir erstmal beide im Darknet aktiv waren. Ich habe erstmal nur gecardet und Drogen im Internet gekauft. Also wisst ihr, was Carding ist? Nee. Ihr erstellt einen Link, der wird an verschiedene E-Mails geschickt. Es wird dann halt quasi gefischt. Also zum Beispiel Kontaktdaten, Kreditkarten und ihr könnt damit beliebig was kaufen oder an andere Adressen schicken und das wird dann halt irgendwie bei eBay verkauft und so habe ich erstmal Geld gemacht. Hattet ihr so Kosenamen? Weil ich habe gehört, es gibt Menschen, die verkaufen zum Beispiel Staubsauger, aber im Endeffekt ist es was anderes. Hattet ihr so? Also ich hatte, also mein Synonym ist Enix. Ich wollte noch sagen, wir sind in diese Machenschaften geraten. Wir wurden quasi gezwungen, das zu machen. Wir haben halt, wie gesagt, andere Sachen gemacht. Er wird noch einmal kurz erzählen, was er gemacht hat und wie wir dadurch leider reingeraten sind. Ich würde sagen, ganz kurz, das im Detail machen wir gleich dann, weil wir wollen einmal alle ganz kurz anhören. Deswegen würde ich sagen, einmal bitte mit dem nächsten weitermachen. Mein Name ist Patrick, ich bin 35 und ab meinem 16. Lebensjahr habe ich mich dem rechten Terror angeschlossen. Hab ein Doppelleben geführt. Meine Familie wusste davon nichts. Mich rumgetrieben, Parolen gerufen. Bin in ganz Deutschland rumgekommen. Wir haben alles Mögliche gejagt, was eine andere Hautfarbe hatte, eine andere Einstellung. Ja, so auf dem Motto White Power. Aber bist du selbst Deutscher? Ich bin selbst Deutscher, genau, richtig. Hast du heute immer noch dieses Gedankengut oder? Nein, also ich saß im Gefängnis, bin in Nordhorn angeklagt worden. Es gab einen offenstehenden Haftbefehl gegen mich, ja, weil mein Gesicht bzw. die Straftaten, die ich begangen habe, es waren halt immer viele kleine Delikte. Ja, auch in Lindhorst waren wir, in Braunschweig waren wir, gibt es noch die Diskothek Beat. Da sind wir halt mit 20 Kameraden reinmarschiert, 20 Nazis, sind wir da rein. Ja, in Lindhorst waren wir auch, da war ich einer von zwei. Der Kollege hat in die Luft geschossen. Habt ihr jemanden erschossen? Angeschossen nicht, es wurde nur in die Luft geschossen. Ich hatte auch nicht die Waffe, die war auch nicht auf mich registriert. Ja, ich kam zu 48 Stunden, kam ich auf den Polizeigewahrsam. Ja, hab eine Stichverletzung hier erlitten. Krass. Und wie kam der Sinneswandel? Wie gesagt, ich habe ein Doppelleben geführt, kam in Haft, war in Oldenburg. Die Familie ist dann darauf gekommen, Besuch, Therapie. Das ist jetzt auch Jahre her und ja. Patrick? Dein Doppelleben, das andere Leben, was du geführt hast, was war das? War ganz normal. Ich war ein selbstständiger Hausmeister tatsächlich. Als Selbstständiger konnte ich quasi meinen Tag selber planen. Ja, bin viel rumgekommen. Seit wann bist du frei? Bin aus der Haft gekommen, also Haft 2012. 2014 bin ich raus. Wenn er lügt, dann lügt er krass. Habt ihr auch Anschläge und sowas gemacht? Vertrau mir, er ist das. Patrick Müller, 2012. Er ist das 100%, ne?
Es fing eigentlich schon so in der Jugendzeit an. Ich war auf Fußballspielen, ja. Ich habe Kampfsport gemacht, bin zum Training, bin aus dem Training raus, wurde zusammengeschlagen und so hat sich der Hass entwickelt. Das war irgendwo bestimmt eine Sucht. Oder nee, nicht Sucht, so etwas, woran du dich festgehalten hast. Ein Anreiz, ja. Andere auszugrenzen aufgrund ihrer Hautfarbe oder was auch immer, ihrer anderen Ideologien und so. Diese Einstellung kriegst du ja eingeprägt, ne? Also wenn du in dem Alter da reingehst, ist ja komplett umstrukturiert, ne? Also das ist ja eine Gehirnwäsche, die machst du einmal in deinem Leben mit und dann... Ja, aber... Ganz kurz, ey, wir gehen zu sehr ins Detail, weißt du? Deswegen würde ich sagen, machen wir mit der Dame weiter. Wir können später noch tiefer reinbohren, weißt du? Safe, safe. Digga, was wie... Krank, Bruder. Mir fehlen die Worte, Bruder, weil diesmal ist anders. So spannend, diesmal, ne? Diesmal ist anderer Vibe, Bruder. Jetzt kommt jemand verschleiert, Bruder. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Noch richtig gespannt. Angehörige der IS-Kämpfer, die sich reiten. Und sie zwingen andere, richtig religiös zu sein. Ich bin Selma, ich bin 24 Jahre alt und ich war Mitglied bei der Terrormiliz IS. Und wie bist du da reingekommen? Also ich selber hatte nicht wirklich irgendwelche Anknüpfpunkte, sage ich mal, mit dem Islam. Ich selber bin in Wirklichkeit auch nicht verschleiert. Das dient jetzt einfach nur, dass man mich nicht erkennt, sage ich mal. Und ich habe halt mit 18 Jahren übers Internet einen jungen Mann kennengelernt und habe gedacht, ich hätte meine wahre Liebe, sage ich mal, gefunden. Ich habe dann halt relativ viel mit dem hin und her gechattet, haben wir uns auch ein paar Mal getroffen, hatten eine Kennenlernphase und dann hat er mir auch schon relativ schnell klar gemacht, dass er keine Beziehung mit mir führen kann, weil das im Islam nicht erlaubt sei, sondern halt nur eine eheliche Beziehung. Das heißt, entweder ich heirate ihn oder ich verliere ihn. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich halt unvorstellbar, sage ich mal, weil ich dachte, okay, das ist der Mensch, ohne den kann ich nicht. Und habe da dann halt zugesagt, ne, dass ich ihn heirate. Und dann ging das halt auch relativ schnell alles. Ihr habt in Deutschland geheiratet? Nee, er wollte, dass wir nach Syrien fliegen. Einfach nur, damit ich seine Eltern kennenlerne. Und in welche Stadt? Da, ich wusste es. Oh. Hey. Oh, 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 oh. Hey, Walla, ganz gut. Bisschen besser lügen kann man auch. Und das Ding ist, ich wollte das sogar auch fragen. Fühl dich nicht so, ja? Fühl dich nicht, ja? Fühl dich nicht, ja? Okay, okay, okay. Erst einmal, sie hat an absoluter Erzählform geredet. Ne? Daran hat man gemerkt, dass sie diese Geschichte absolut abgeschnitten erzählt hat. Und dann, als er gefragt hat, welches Land hast du geschlossen mit Syrien? Und ich wusste sofort, entweder weißt du jetzt über Syrien Bescheid, ja oder nein. Und direkt, welche Stadt. Und zack. Okay, erst mal weitermachen jetzt. Weiter, bitte Mikro weitergeben. Wir machen mit dem hinten rechts einmal weiter. Aber das war, boah, das war ein Macher-Move, Alter. Das war... Die Explosion in Diyarbakir von 2,5 Tonnen Sprengstoff. Eine Autobombe hat mindestens 16 Soldaten getötet. Hallo, ich bin Ali, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Krefeld und habe vor 4 Jahren bei der kurdischen Terrororganisation einen Anschlag, war ich halt Mittäter. Bei welchem Anschlag? Am 4.6.2011 in Diyarbakir. War Autobombe. Wie wurdest du da hineingeschleust und so? Ich komme auch ursprünglich aus der Stadt. Also ich wohne halt in Deutschland, meine Eltern waren halt jedes Jahr im Urlaub da. Und es ist üblich, dass Kinder halt auch entführt werden. Mit 17, 18 Jahren wurde ich halt entführt. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 25. Wann ist dieser Anschlag passiert? Vor 4 Jahren. Und Strafe hast du was bekommen? 3 Jahre Haft. Kannst du grob erklären, wie so eine Entführung, wie ich mir das vorstellen kann? Sagen wir so, wir sind eine sehr, sehr große Familie in Diyarbakir. Wir heißen im Nachnamen Yavuz. Viele kennen uns. Wir haben sehr, sehr viele Immobilien, alles. Also uns geht es wirklich richtig gut da. Das, weil die halt wussten, dass wir halt viel Geld haben, wurde ich halt dementsprechend mitgenommen. Ich verstehe es noch nicht genau. Du hast einer Terrororganisation angehört oder? Ich wurde gezwungen, weil die kamen halt abends, haben gefragt, wer bist du? Ich bin Ali Yavuz. Wer ist dein Vater? So und so. Okay, wir haben den. Entweder du kommst mit oder wir erschießen dich und deine kleinen Geschwister auch direkt vor. Gehst halt automatisch mit. Das heißt, im Endeffekt wurdest du entführt und warst dann eine längere Zeit mit diesen Leuten. Was haben die dir eingeprägt? Ihr wisst leider, es gibt einfach leider heutzutage diesen Konflikt zwischen Türken und Kurden. Da die PKK halt eine kurdische Terrororganisation ist, Diyarbakir ist halt eine Stadt in der Türkei. Dementsprechend muss ich halt gegen meine eigenen Landsmänner. Das ist viel zu lang, Bruder. Du gehst... Ja, an der Stelle würde ich auch sagen, deswegen würde ich sagen, einmal der Grüne bitte oder der in Schwarz. Terrorgruppe Boko Haram starben bei Anschlägen mehr als 500 Menschen. Weitere Opfer seien verschleppt worden. Hi, mein Name ist Fabio, bin 25 Jahre alt und vor 7 Jahren wurde ich in Nigeria von Boko Haram zwangsweise rekrutiert, habe dort mehr als 10 Menschen hingerichtet. Du selber, mit deinen eigenen Händen? Das erste Mal mit Waffen, ab und zu mal auch mit einer Machete. Und das hast du gnadenlos gemacht, ohne Schuldgefühle zu haben oder so? Ich hatte keine andere Wahl. Die haben gesagt, entweder bringst du die um oder wir bringen dich um. Also bereust du das? Definitiv. Heute? Ich wollte gar nicht nach Boko Haram. Krasse Ganz kurz, Story, ja? Wann bist du denn nach Nigeria gekommen? Du bist ja in Deutschland geboren wahrscheinlich. Genau, ich bin in Deutschland geboren. Und dann warst du wann dort? Direkt nach der Schule, 2014. Wo warst denn du in Nigeria? Ich war da auch einige Mal. Abuja. Und dann bist du wie lange dort geblieben nach 2014? Ich wollte nur 3 Wochen Urlaub machen, aber aus diesen 3 Wochen wurden knapp 2 Monate. Ich verstehe nicht genau, wie du da jetzt reingekommen bist. Also das ist ja schon ein ziemlich krasser Prozess von so wie wir halt drauf sind zu ich richte 10 Menschen hin. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich war ja schon mehrere Tage bei ich in Abuja.
bin abends dann spazieren gegangen, war dann in der Bar, als dann plötzlich ein Raubüberfall gestartet worden ist von den Rebellen, Boko Haram. Sie sind mit AKs reingestürmt, haben gesagt, entweder wir bringen euch um oder ihr werdet einer von uns. Für mich gab es entweder Tod oder Leben. Natürlich war mir mein Leben definitiv viel mehr wert. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich schließe mich euch an. Ohne Zögern, ich bin aufgestanden, bin direkt rausgegangen. Aber das kann... Wie lebst du denn heute damit? Hier in Deutschland Mentalität, aufgewachsen in Sicherheit und dann 10 Menschen hingerichtet und heute hier in einem YouTube-Video. Ich kann mir gerade sehr schwer vorstellen, dass jemand wie wir normal aufwächst, dann da so krass reinrutscht. Also es muss irgendwas passiert ein sein. Ein Prozess von 2 Monaten, mehr als 10 Menschen. Der Prozess ist viel länger. Diese Überwindung, einen Menschen zu töten. Wenn er das gemacht hat, dann hat er früher schon auf die Vorstellung, jemanden zu töten. Ja, ja, safe. Ich selber wollte nie zu Boko Haram. Ich wollte nie ein Teil dieser Familie sein. Wie bist denn du da rausgekommen, frage ich mich, nachdem du über 10 Menschen hingerichtet hast. Wie kam es, dass du den Flugticket zurück nach Almania, so in Deutschland? Ohne, dass dir nichts passiert ist auf dir. Ist ganz simpel. Ich habe ja natürlich in ein Hotel gehaust, habe meine ganzen Papiere natürlich dort gelassen. Ausweis, also meinen deutschen Pass, den hatte ich dabei. Mein Handy hatte ich dabei. So, das haben die mir alles weggenommen. Das heißt, wie viele Kilometer sind wir jetzt von Nigeria entfernt? Ich stehe jetzt extra mit Maske vor euch, weil die wissen, wo ich wohne. Beziehungsweise sie wussten, wo ich wohne, weil ich umgezogen bin. Auf dem deutschen Pass steht hinten auf der Rückseite steht meine Adresse drauf. Als ich dann dort im Terrorcamp war, nachts, dachte ich mir, ey, ich halte das hier nicht mehr aus. Bei Boko Haram gibt es die, die vergewaltigen, es gibt die, die kidnappen und es gibt die, die hinrichten. Ich war einer, der hinrichten sollte. Aber sag mal bitte die Namen von Hinrichter, Vergewaltiger und so auf deiner Sprache, Bruder. Die Sache ist, ich kann kein Nigerianisch. Das ist ja Volkssprache. Ich spreche Englisch. Boko Haram spricht kein Englisch, Bruder. Ja, dann sprechen die halt Nigerianisch. Aber wir hatten ja einen... Nigerianisch? Er hat verloren, Digga. Sorry, bin ich ehrlich. Ja, Bro. Lass mal bitte, Naim, lass mal bitte weitermachen, weil Bruder, wir... Alles klar, da würde ich sagen, einmal der Grüne bitte. Sprengstoffanschlag auf ein Passagierflugzeug. Selbstmordanschlag. Ein Angriff auf ein Krankenhaus. Die Rache von Al-Qaida. Mein Name ist 28 aus Düsseldorf und laut Behörden war ich Mitglied von Al-Qaida. Warum laut den Behörden? Und ich habe bei der Tour de France gearbeitet und am Tag der Tour de France, 2 Stunden vor Start, kam dann die GSG 19 zu mir nach Hause aufgrund von Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. Ich war bis 2019 so ein islamistischer Gefährder und bin seit 2019 von der Liste runter. Darfst du da jetzt im Detail vielleicht nicht drüber reden, weil du damit irgendwas gefährden würdest oder? Teil kann ich euch erzählen, Teil natürlich nicht. Können wir ja gleich ins Detail. Wollen wir mal kurz so ein Meinungsbild machen vielleicht? Okay, also wen findet ihr? Ich finde den in der Mitte am heißesten und den grünen war. Ja, der in der Mitte kommt mir auf jeden Fall glaubwürdig rüber. Und der Linke jetzt hier. Für mich, Bruder, ganz gefährlich hier diese Darknet-Sache. Finde ich ganz, ganz krass. Und natürlich auch der Herr, der wusste direkt, wo er war im Club und direkt auch schon was ausgepackt, mit was genau er passiert ist. Für mich, komischerweise, muss ich echt sagen, aktuell ist es so eine ganz klare Sache. Noch nicht mal in Grün, würde ich glauben. Nicht mal. Also nicht ganz mal. Klare Sache ist es eher in der Mitte. Eine ganz, ganz klare Sache. Weil ich noch eine Sache gemacht habe. Ich habe ihn die ganze Zeit über einfach mal weiter beobachtet, während alle anderen gesprochen haben. Und da an der Körperhaltung und so, wie du dir das quasi schon belächelt hast, die Geschichten der anderen, war schon sehr eindeutig, dass du die Wahrheit sagst und der Rest lügt. Er ist da raus und er ist stolz, dass er raus ist und steht hier wie ein Mann und ihn juckt nicht. Ihn juckt gar nicht. Ich will damit sagen, er traut sich darüber zu reden und das ist stark. Wir gehen jetzt tiefer ins Detail, aber wir müssen das Ganze auch ein bisschen kürzer halten. Ja, ja, weil wir haben zu viel am Anfang schon. Ich dachte mir auch, um ein bisschen mal Spannung reinzubringen, kann man vielleicht in Zukunft auch mal so einen Timer einbauen, weißt du? Wir haben nur 5 Minuten Zeit, um einen rauszuvoten. 5 Minuten den nächsten rauszuvoten, so weißt du? Also wenn ihr Bock drauf habt, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Dann brauchst du die Fragen noch an Syrien, oder? Trägst du wirklich eigentlich Kopftuch? Auch nicht, ja? Mm-mm. Und was aus welcher Nationalität? Ich bin Türkin. Okay, und welche Stadt warst du in Syrien? In Syrien? Raus. ein bisschen besser lügen kann man doch, oder? Du hast es probiert, aber du musst leider einmal aber, raus. Aber Respekt, Respekt, ja Respekt, richtig stabil von dir. Man muss Eier haben, um hier zu stehen. Was hast du gerade gesagt, Ben? Das ist eine Frau, die sagt, man muss Eier haben jetzt. Ich meine sie doch gar nicht, ich meine auf den das Spruch generell, auf den man muss Eier haben. Okay, wir haben uns entschieden, erst einmal, genau. Ich würde mir gerne den Herrn hinten links schnappen und dem ein paar Fragen stellen. Du kommst aus Krefeld, ja? Und bist 24? 25. 25 Jahre alt, ja? Okay. Er ist für mich raus. Warte, ganz kurz. Der Art, wie er spricht. Ganz kurz, Bruder. Warte, ich nehme ihn kurz hoch. Du hast gesagt, wie lange warst du in Haft? 3 Jahre. 2019. In welchem Jahr befinden wir uns? 21. Habibi, er war 3 Jahre in Haft. Raus! 3 Jahre, Bruder! Raus! Raus, Cousin! Ganz kurz, Bruder. Sarah, das, was du kannst, kann ich schon lange, Mann. Easy going. Easy going. Ich wollte erstmal den Typen aus Nigeria kurz nochmal sprechen. Ging das? Bruder, ich will ihn hochnehmen, Digga. Lass mich kurz aufstehen. Warst du in einem gewissen Camp bei Boko Haram, oder? Richtig. Sag mir jetzt 3 nigerianische Mahlzeiten, die ihr da gegessen habt. 5, 4, Fufu. Matoke
und Mikemba. Oh, er hat dich hops genommen. Ja, okay. Er hat dich hops genommen. Aber ich will ganz kurz mal was sagen. Aber Bruder, Bruder, setz dich wieder hin. Ey, er ist sowieso halb Nigerianer. Machen wir uns nichts vor. Aber ich will ganz kurz eine Sache sagen, ne? Meine ehrliche Meinung, ein Mensch, der das erlebt hat, hier steht und du scheinst auch jetzt nicht so verspielt zu sein, ernst zu sein. Ein Typ soll mir so eine Frage stellen, mit was hast du gegessen oder wie hält man eine Waffe? Ich würde echt sagen, ey, bleiben wir mal ernst beim Thema. Ich würde nicht sowas aufzählen, wenn ich Mörder bin. Ich sag dir, warum ich dir bzw. euch beiden geantwortet habe. Ihr seid beide aus Ghana, ich bin aus Nigeria und ihr kennt das. Ghana, Nigeria, deswegen, ich wollte euch natürlich das Gegenteil beweisen. Fabio, bitte. Du hast über 10 Menschen getötet. Über was reden wir? Bruder, er ist raus, ne? Ja. Ich glaube sehr stark daran, dass wenn du so etwas getan hast, diese Erfahrung von 8 Wochen mit der Boko Haram und alles erlebt hast, dass du nicht in der Lage bist, so zu reden. Und vor allem würde ich mir diesen Respekt geben, ankommt und was habt ihr für Gerichte? Ich würde darauf nicht mal antworten. Ich würde mir denken, wir reden hier über ernste Sachen. Das ist respektlos! Respektlos! Auf dich beantworte gar nicht. Was für eine Frage ist das? Ich hab einen Mensch ja, umgebracht. Ja, auf den. Er war schon gut, chill. Er war schon gut, aber auf den er ist raus, Bruder. Falls seine Story wirklich wahr ist, ne, dann tut es uns leid, wenn wir dich so angeschossen haben. Falls ich im Unrecht bin, werde ich mich richtig persönlich bei dir unterhalten. Aber ich denke mal, wir sind uns einig, oder? Ben Fresh, raus. Bruder. Ali? Also für mich ist er safe, Theo? Raus, Bruder. Raus, aber man weiß nie. Sollen wir nicht einmal chillen? Ja, wir müssen aber, Jungs. Ja, ja, okay, Bruder, du bist Zara, raus. Ich denke mal, muss man nicht fragen. Deswegen, du hast es wirklich stark gemacht, aber du musst einmal raus. Patrick Müller, 2012 bist du in Haft gekommen und war es in der Zeitung gewesen? Natürlich nicht. Es war ein Haftbefehl. So, pass auf, wir sind über die Grenze gefahren. Allgemeine Verkehrskontrolle, Personalausweis abgegeben, Handschellen auf dem Rücken, in den Bulli rein, aufs Revier mitgenommen, nochmal Datenüberprüfung, bin nach Oldenburg gefahren worden, Block C, 4. Etage, du guckst aus dem Fenster, siehst Mauer. Dann wurde ein bisschen rumgedeichselt, da ich Ersttäter war und ich Therapie vorgeschlagen habe, bin ich nach Bielefeld-Senne gekommen. Ich will nochmal bitte einmal zum Anfang zurück. Du bist in eine Gruppierung reingekommen, die komplett White Power war, ja? Nein, Combat 18, das ist die Kampftruppe von Adolf Hitler, so wird es bezeichnet. Krass. Und was hat dich jetzt genau strafbar gemacht? Gegen mich waren es Indizien, also ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also mein Gesicht ist bei vielen Straftaten. Aber es muss ja einen Grund geben. Körperverletzung, Anstichelei. Aber du meinst doch gerade, das hast du nicht gemacht. Nein, darum geht's. Das fällt dir alles in einem Rahmen. Hand aufs Herz. Hattest du Hass? Am Anfang hatte ich gar keinen Hass. Ja, das ist, wachst ja nicht auf und sagst, du hast die Menschen. Und keiner wird rassistisch geboren. Richtig. Wie gesagt, ich habe Kampfsport gemacht, bin aus dem Sport raus, aus der Halle, wurde dann zusammengeschlagen, bin halt regelmäßig auf diesen Fußballspielen am Wochenende gewesen. Und da hat sich irgendwo nach diesem Vorfall, hat sich so eine Aggression in mich aufgestaut, dass ich mir dann quasi in der gegnerischen Mannschaft die Ausländer gesucht habe, weil ich von Ausländern zusammengeschlagen worden bin. Ist es egal, ob es ein Schwarzer, Türke, das war für mich komplett egal. So fing das alles an. Wir hatten ein paar Jungs bei den Ultras, die dann das beobachtet haben. Dann wurden mir ein paar Leute vorgestellt und dann lief alles so sein Lauf halt, ne? Genau so ist es. Ja, so du wolltest was sagen, irgendwas Bestimmtes? Ich wollte fragen, ob ich Ihnen auch eine Frage stellen darf. Ja. Natürlich. Ja, klar. Und du hast gesagt, du hattest einen Haftbefehl, deswegen, weil du dieser Gruppierung angehört hast, richtig? Und wie haben die Polizisten das herausbekommen? Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ein Haftbefehl wird ausgeschrieben auf alle Polizeibehörden. Sprich, dein Perso wird eingegeben, dein Name, dein Nachname. Wenn man logisch nachdenkt, wenn ich einen Haftbefehl hätte, gehe ich in mein Kunst ins Darknet, mache mir eine falsche Identität, hole mir einen Fake-Ausweis bei so einer komischen Grenzkontrolle, lege ich meinen scheiß Ausweis hin, färbe mir die Haare ein bisschen an. Sie macht uns richtig, sie nimmt uns so auseinander, ne? Ruiniert unser. Wir hatten keiner bekommen, er war vermisst und musste dann kurz da bleiben. Sorry, darf ich kurz unterbrechen? Warum kennst du dich so krass damit aus? Also ich habe für mich als Einzelperson, wo ich angefangen habe, ich habe mich als Jugendliche interessiert. So, da habe ich meinen Freund übers Internet kennengelernt, nicht er, nur vor kurzer Zeit. Der Grüne wollte gerade auch was sagen. Das ist der bekannteste Browser vom Darknet. Tor-Browser, aber ist scheiße. Silicon World wurde leider runtergenommen. Was ich ganz komisch nur dran finde, ist, ich glaube, du kennst dich auf jeden Fall mit Darknet allem drum und dran aus. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass du was mit Terror zu tun hast, aber allein ihr untereinander wusstet doch eh schon, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Und dass du ihn jetzt auseinander nimmst, ist, weil du weiter deine Lüge fragst. Das würde keinen Sinn machen. Er hat auch keine anderen auseinandergenommen. Er weiß ganz genau, dass alle anderen. Ich würde allgemein sagen, wir lassen das, dass ihr euch gegenseitig untereinander Fragen stellt, weil wir stellen ja die Fragen. Guck mal, auch dass er angefangen hat und so. Das sind beide. Nee, das ist abgesprochen, ne? Abgesprochen. Ich finde, wir müssen den Grünen mal befragen, weil wir haben jetzt alle anderen befragt, aber den Grünen noch gar nicht. Du bist Teil von Al-Qaida gewesen. Angeblich, ja? Hast du denn deines Erachtens was falsch gemacht?
Ich war 2017 bereit, einen Terroranschlag logistisch zu unterstützen. Und wie, darf ich fragen, wie du da reingerutscht bist? Also wie kommt man auf solche Gedanken? Es ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ich bin im Kinderheim aufgewachsen, habe bis zum 12. Lebensjahr meine Familie gar nicht kennengelernt. Mit 12 war da meine Familie einfach, also meine Mutter einfach vor der Tür. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Pflegefamilie gelebt. Dann habe ich meine Mutter kennengelernt. Dann bin ich zu meiner Mutter gezogen. Da hat irgendwie alles angefangen, den Bach runterzugehen. Habe angefangen erstmal mit Straftaten. Habe eine Gang gegründet mit ein paar Jugendlichen, haben Raubüberfälle gemacht. Und irgendwann per Zufall habe ich halt jemanden kennengelernt, der auf Kundgebung von sogenannten Salafisten war. Der hat mich dann mal mitgenommen und ich habe halt dieses Zusammenhaltsgefühl irgendwie gefeiert. Bist du denn gläubig? Ich? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extrem gläubig bin, weil ich habe Tattoos und so. Aber bei der Al-Qaida. Aber trotzdem darf man nie vergessen, wo man herkommt und seinen Glaube niemals vergessen. Also du bist aber Al-Qaida, aber ohne religiöse Überzeugung. Deswegen, ja. Also ich deswegen, das sehr schwer. Also Bruder, für mich ist das voll unglaubwürdig. Wie bist du dann überhaupt da reingerutscht? Das habe ich gerade nicht verstanden, wenn du nicht religiös bist oder warst. Guck mal, ist ja so. Erstmal bin ich ja ohne Familie groß geworden. Also ich habe keinen Zusammenhalt, keine familiäre Bindung. Dann kommen irgendwelche Leute, die dir Aufmerksamkeit schenken, Zuneigung schenken. Und das festigt dich erstmal. Also du denkst erstmal, so, was sind das für Menschen? Also du beschäftigst dich mit den Leuten, was sind das für Menschen? Warum nehmen die dich auf, ohne Wenn und Aber? Ein Radikalisierungsprozess ist ja nicht so, dass es innerhalb von den ersten zwei Tagen passiert, oder? Warst du schon mal in Afghanistan? Äußere ich mich nicht so. Laut Behörden war ich in einem Terrorcamp, aber ich war nicht im Krieg. Okay, was ist danach passiert? Also die Behörden haben die dich festgenommen? Ich war insgesamt 5 Jahre in Haft. Du warst 5 Jahre in Haft? Wo? Also angefangen hat es... Wo? JVA Köln, wo? JVA Heinsberg, JVA Iserlohn, JVA Siegburg, JVA Aachen. Boah, das ging schnell. Ja, das ging sehr schnell. Das ging schnell. Und er dachte, er kann damit Kondom. Aber normalerweise würdest du sagen, okay, ich war in der JVA Köln. Aber du wirst doch nicht sagen, nein, ich bin bei 5 verschiedenen. Wenn du hierher kommst, dann hast du die 5 Namen raus. Du hast keine Zuneigung, Liebe von deiner Familie bekommen, weil du alleine aufgewachsen bist. Und da hast du dann, wurde dir Aufmerksamkeit gegeben. Wie kannst du Zuneigung und Liebe verbinden mit Terror? Ich habe erstmal keine Zuneigung bekommen. Und da kommen ganz fremde Menschen und sagen hier, komm zu uns nach Hause, wenn du keinen Schlafplatz hast, komm zu uns. Das ist erstmal Zuneigung. Also sie interessieren sich für dich. Dann sieht man, okay, sie beten 5-mal am Tag und sagen ja, das ist, weil du ein islamischer Bruder von uns bist. Die sagen, okay, sie sind islamische Brüder und dann beschäftigst du dich damit. Okay, hast du mal jemanden umgebracht? Äußere ich mich nicht zu. Tschüss, der Typ. Er hebt mich zu. Du regst mich zu. Okay, warte. Dann Google. 8. Dezember 2016 war ein Donnerstag. Google an der Stelle nicht. Und ich sag dir auch, warum ein Donnerstag? Und ich habe eine Endstrafe abgesessen, weil am Freitag haben keine Behörden so lange auf, um mich anzumelden. Al-Qaida, Bruder, das ist ein sehr schwerer Begriff, Bruder. Das also auch mit der religiösen Zugehörigkeit ein bisschen schwer, finde ich, so motivierte Dinge dann zu tun. Muss ganz viel hier passieren. Ganz kurze Frage an die Dame. Was für einen Job hast du aktuell heute? Also als was arbeitest du? Tja, mein Beruf hat aber nichts mit meiner Laufbahn zu tun. Also ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin. Dein Partner, was hat der für eine Aufgabe gehabt? Wir hatten keine getrennten Aufgaben. Unsere Aufgabe war, dass wir Waffen weitergegeben haben. Was war deine Aufgabe? Ich habe angefangen mit Fake-Jobs, also ich habe Waffen verkauft. Einen aber Darknet-Job. Sie hat doch das ganze Internet-Ding gesteuert. Wir haben beides gemacht. Okay, und wie läuft sowas ab? Wie kommt dann solche Menschen ran? Sie sind auf meinen Shop gegangen, haben gemerkt, das ist ein Fake. Ich habe den, weiß ich nicht, Tausende abgezogen oder so. Und danach meinen Shop benutzt, um ihre Waffen zu verticken und ich musste das machen. Ganz kurz, wie traust du dich, als eine Erzieherausbildung zu machen und in so einer Sendung mitzumachen, wo du vom Waffenhandel und Ähnlichem sprichst? Das würde ich mich gar nicht mehr trauen. Ich würde auch gar nicht diese Ausbildung, weil dein Gesicht geht rum und du wirst mit Kindern spielen. Deine Körperhaltung. Ich glaube, du bist ein ganz netter Junge. Auf jeden Fall, sobald du anfängst zu sprechen, verschließt du dich. Ja, der lacht doch schon. Der lacht doch schon. Ey, Ballard, der lacht doch schon. Raus. Ihn raus. Raus. Jamal, egal was und du sagst, nebenbei nickt die Person, gelacht, für die ich mir eh halte, der nickt schon. Ganz klar. Okay, ey, wir sind uns einig, okay? Okay. Ihr habt euren Job gut gemacht, aber ihr müsst einmal bitte rausgehen. Jetzt wird es spannend. Ich habe ganz kurz eine Frage an die Crew. Ja. Crew? Ja. Sagt ihr, bis jetzt liegen wir richtig? Ja, 100%. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich der Grüne nicht, aber jetzt von dem, wie er geredet hat, gerade mit den Storys und mit diesem... Vorbereitet.
ganz klare, vorbereitete Antworten. Es gibt so Kleinigkeiten, die kannst du dir nicht so spontan sagen. Ja, aber Antworten aus deiner Erinnerung heraus? Und bei vorbereitete. Ihm, er sagt, soll ich dir Datum nennen? Normalerweise weißt du, warum du verurteilt wirst. Sofort. Also, aber guck mal, das Ding ist, ich respektiere das, ne, und ich glaube auch, da ist irgendwas, also irgendwas Straffälliges hast du bestimmt gemacht. Aber, Digga, das mit Al-Qaida und so, Bruder, das war ein Schritt zu viel. Ja. Ich sehe das komplett anders. Nein, Bruder. Nein. Allein das mit dem Datum. Ja, komplett. Allein das mit dem Datum, Google. Okay, was sagst du denn? Nein. Okay, was sagst du? Warte mal kurz. Ja, ich bin natürlich mehr bei dem Link. Okay, und Sarah, was sagst du? Links. Ja, wir müssen erstmal noch fragen. Chill mal, das ist das Finale, hallo. Patrick, wurden mehrere erwischt bei dir in der Gruppe, mit denen du immer zusammen warst? Oder warst du der Einzige, der in Haft war? Ich wusste ja noch nicht mal, dass ein Haftbefehl gegen mich existiert. Erzähl mal die Geschichte zu deiner Stichwunde. Wie gesagt, wir sind auf die Brücke, wir wollten pöbeln, sind auf eine Gruppe getreten, 5 Mann. Also ihr seid offen als Gruppierung durch die Straßen gegangen und habt gepöbelt und nach Stress gesucht. Genau, wir sind quasi irgendwo hingefahren, ausgestiegen. Krass. Aber Bruder, erklär mir nur, was hat dich dazu angereizt, das zu machen? Ich sag ja, diese Fußballspiele und alles, das hat sich alles so entwickelt, ja. Hast du mal ein Anti-Aggressionstraining mitgemacht? Musste ich, ja. Wie läuft das? Du stellst dir erstmal vor, was du getan hast, setzt dich erstmal mit deiner Problematik auseinander. Dann musst du in der Runde laut schreien, dein Problem ausschreien. Dann gibt's 2 Kämpfe, so eine Art. Du hast immer einen, der ist stärker als du. Ich leg mein Herz ins Feuer, wenn er es nicht ist. Digga, ey, Jungs, ich hab Angst zu verlieren, Digga, Alter. Ich hab auch Angst. Schwöre, Digga. Aber der Rechte, Bro, er ist nicht glaubwürdig, Mann. Dann lass doch den Rechten ein bisschen mehr befragen. Hast du einen Bruder? Beantworte ich nicht. Warum beantwortest du gewisse Sachen nicht? Ich beantworte einfach nicht, ganz einfach, Fakt. Bruder, ich sag dir ehrlich, Al-Qaida war einer zu viel, Bruder. Du hast noch nie verloren, oder? Ich? Ich hab noch nie verloren. Machen wir eine Wette? Oh, wow, jetzt wird's heiß. Wenn ich gewinne, ja, lädst du mich zu deinem Twitch-Account ein und wir machen ein lockeres Gespräch. Wenn du jetzt der Dings bist und wir haben dich rausgewählt, muss ich dich in Stream einladen? Damit du über Deradikalisierung sprichst mit mir. Und du kannst dir aussuchen, was du von mir haben willst. Egal was. Digga, scheiße, Digga. Der Typ, ey, du nervst, Digga. Bis jetzt war jeder, der die Wahrheit gesagt hat, extrem selbstbewusst. Ich hab kurz drauf geachtet, auf ihn. Er hat so ein bisschen Angst, so dieses, ey, ich wette nicht. Ich weiß nicht. Ich bin hier, weil ich meine Geschichte erzählen wollte. Das habe ich. Ob ich gewinne oder verliere, das ist mir eigentlich scheiße. Warum bist du hier? Aufklärung für Deradikalisierung. Und was würdest du jetzt Leuten, die gefährdet sind, in sowas reinzurutschen, raten? Wenn du da schon anfängst, also wenn einer kurz davor ist, ist schon die Arbeit zu spät. Wenn sich einer radikalisiert, erfährt das als erst der engste Familienkreis und zum Beispiel Lehrer, Mitschüler etc., weil sich das Aussehen von der Person, das Verhalten komplett verändert. Leute, lass uns eine finale Entscheidung treffen. Wir haben immer noch nicht deep in seine Story reingekickt. Bei ihm? Aber warum? Wie kam die Beziehung zu Al-Qaida, Bruder? Warum Al-Qaida? Warum nicht? Oh, ja, wette mit ihm. Ganz kurz, warum wette, nicht? Wette, Bruder. Wette einfach. Setz dich mal alle hin. Du hast ja gesagt, du würdest bei ihm jetzt über das Thema reden. Was würdest du denn ansprechen? Sehen wir ja dann, oder? Nein, kannst ja jetzt machen. Wir wollen ja auch deine Story erfahren. Wir wollen ja wissen. Ja, hab ich ja erzählt. Ganz einfach. Ja, aber wie bist du, die Berührungspunkte, wie kommt man da rein? Dieser Zusammenhalt, dieses Familiäre hat mich gebunden. Das ist erstmal der erste Grund, wo sie mich hat, wo ich gedacht habe, okay, was sind das für Menschen? Wo haben sie dich getroffen? Weil ich sag dir, wo sie dich treffen würden, aber sag mir mal, wo haben sie dich denn getroffen? Soll ich ja nur einen Platz sagen, kann ich ja gegoogelt haben, Eichenmarktplatz in Mönchengladbach. Ich sage euch nochmal, ihr seid einfach manipulierbar, ganz einfach. Man hat es einfach gemerkt in den letzten 10 Minuten. Darum geht's gerade gar nicht. Es geht um deine Geschichte. Mich nervt gerade, dass wir zu viel drumherum wetten. Was ist das für eine Kacke? Weil wenn es wahr ist, dass du gewinnst, dann haben wir nichts heute erreicht, weil wir haben weder über deine Geschichte noch haben wir Reue thematisiert, gar nichts. Aber selbst wenn du es bist, und ich sag euch ganz ehrlich, mein Gefühl ist bei ihm, weil er wäre nicht so sicher. Das war mir zu sicher. Jeder, der hier war so krass sicher und ich denke, dass er es ist. Aber ich find's kacke, dass er nicht über seine Story erzählt. Mein Hass hat angefangen mit den Behörden. Wer wurde unfair behandelt auf dem eigenen Markt? Islamisten, Salaf, Hausdurchsuchungen und sowas. Und so wächst sich der Hass gegen Behörden. Also du wirst von einer Behörde verhaftet aufs Grund, weil du nur einen Glauben auslebst, wo man denkt, es ist ein Glaube. Der ist es. Er macht mich fertig. Wer ist das? Nein, ist das? Ich sag zu 70%. Ja. Aber warum ist er dann so gut, Bruder? Glaubst du ihm das? Es hieß ja vorhin, also wir sollen uns nicht gegenseitig beurteilen. Und da halte ich einfach mein Wort und halte mich einfach da zurück. Das Urteil fällt ihr. Ich gebe links! Okay, ey, wir müssen jetzt... Okay, Entscheidung! Wir viel zu lange rum. Entscheidung! Setz dich mal bitte hin. Ali, was sagst du? Oder 100% links. Links? Was sagst du? Links, Junge. Was sagst du? Links. Was sagst du, Ben? Das ist eigentlich schon egal. Ja, aber wir wollen ja trotzdem Bens Meinung hören. Ja, ist eigentlich auch egal, für was ich sage. Also ich sag, oh fuck, Digga. Ben. Links einfach, links. Ey, wir machen heute eine Special-Auflösung. Ich dachte mir, der Terrorist steht jetzt draußen. Das heißt, derjenige, der es da wirklich ist, da wird das Tor hochgefahren. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, das Tor soll einmal bitte hochgefahren werden. Ich hoffe einfach, ihr habt recht.
Ich kann wirklich nicht mehr, Jungs. Ey, ich weiß es immer noch nicht. Du hast noch nie verloren, oder? Ey, mein Digga, ich kann nicht mehr. Erin, er ist 28 und sagt, ich war Terrorist. Hä? Ich bin selbst natürlich radikalisiert. Hä? Oh mein Gott, er ist es. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die erzählt Erin Retschberg. Was ist das? Er ist das! Was passiert hier gerade? Erin Retschberg soll uns alles nochmal erzählen. Also ich sage euch die ganze Zeit, warum ich genau so geredet habe. Meine Arbeit ist jetzt in der Deradikalisierung. Ich arbeite mit einem Präventionsverein und gehe in JVAs und Arrest rein. Vor einem Monat kam ein Video raus von Follow Me, das hat bis jetzt 1,8 Millionen Aufrufe gehabt. Ich war zu Gast bei Markus Lanz, habe eine Doku mit Sky, eine Doku mit ZDF. Ich schreibe gerade mein Buch, was danach sehr wahrscheinlich verfilmt wird von Amazon Prime. Ich war bis 2016 am 8. Dezember wirklich in Haft und habe meinen Hass gegen die Behörden. Also ich war jetzt nicht gegen Nichtmuslime oder sonst was. Ich habe mir angefangen, meine Radikalisierung, mein Gehirn zu waschen, indem ich Videos sehe, wie amerikanische Soldaten mit Drohnen bombardieren auf Krankenhäuser, Schulen und sonst was, wie die Frauen vergewaltigen. Es ist ein sehr, sehr krasser weiter Prozess. Ich war 2016, 2017, war mein Hass so extrem aktiv. Zum Beispiel in der JVA Willig, musste ein Beamten extrem bedrohen, da ich sicherheitsverlegt worden bin innerhalb von 2 Stunden und saß dann sehr lange in der JVA Aachen in Einzelhaft und Isolationshaft. Genau genommen 8 Monate in Einzelhaft. Bin rausgekommen 2016 im Dezember und hab mir gesagt, okay, jetzt nehme ich meinen ganzen Hass, den ich auf die Behörden habe und plane logistisch einen Terroranschlag auf eine Behörde. Also war im Raum Behörden, Polizisten, Landeskriminalamt. Also in meiner Doku wird gesagt vom Landeskriminalamt bzw. vom Verfassungsschutz, dass ich, man vermute, dass ich in einem Terrorcamp war und mich ausbilden lassen habe, aber nicht gekämpft habe im Krieg. Das sind so Sachen, die in meiner Doku relativ simpel erklärt werden. Und deswegen bin ich auf eure Fragen auch nicht wirklich eingegangen, weil Leute aus dem Zuschauen haben mich mit Maske sogar. Und meine Tattoos haben, wenn wir jetzt diese 5 Namen sehen, sehen wir für 5 Jahre Haft. Alle Tattoos, die ich habe, sind auf meine Vergangenheit oder auf meine Lebensgeschichte zurückzuweisen. 2017 war dann die GSG 9 bei mir. Bis die GSG 9 kommt und das Sondereins kommt, muss schon relativ viel passieren. Also habe ich mir Gedanken gemacht, okay, ist das das Richtige? Und zeitgleich habe ich ein Mädchen kennengelernt. Und ich habe ihr relativ schnell gesagt, hör mal zu, google mich, bevor du überhaupt mit mir in eine Beziehung eingehst oder sonst was. Sie hat es gemacht, hat gesagt, ist mir egal, mich interessiert die Person. Und das hat mich irgendwie ein bisschen zum Nachdenken gebracht und habe dann 2017 gesagt, okay, ich möchte mit der kompletten Geschichte brechen, habe dann hier das Datum. Ich spreche damit, ich weiß, jetzt kann jeder sagen, ah, Tattoos sind haram und sonst was. Ja, ich sage ja auch nicht, dass ich komplett gläubig bin oder sonst was. Darum geht es auch nicht. Diese Einstellung, die du hast und so, wie du deinen Kopf wäschen lässt und beziehungsweise auch selber wäschst, indem du dir so welche Videos anguckst, produzierst du deinen eigenen Hass. Und ich habe 2017, 2018 angefangen, damit irgendwie zu leben. Von einem sehr namhaften Journalisten Elmar Thewissen kontaktiert, haben wir gesagt, okay, wir bauen eine Doku auf für ZDF und Phoenix. Haben wir aufgebaut und dann hat auch Markus Lanz mich eingeladen. Jetzt wurde ich vor einigen Wochen, oder vor knapp 1,5 Monaten von Funk, von Follow Me angeschrieben. Beziehungsweise kam der Kontakt an und hat gesagt, ey, habt ihr Bock, eine Doku zu machen? Haben wir eine Doku gemacht. Darüber ist auch Jamal auf mich aufmerksam geworden. Ja, und ich war im Urlaub, er hat mir nachts geschrieben. Ich habe meine komplette Arbeit um eine Woche verschoben, damit ich heute hier sein kann. Und sonst was alles. Follow Me ist echt durch die Decke gegangen. Sind wir ungefähr bei 1,8, 1,5 Millionen, die es geguckt haben. Noch relativ viele mich erkannt haben. Die jetzt auch leider Gottes auf meinen Namen oder auf meinen Rücken ekelhafte Sachen versuchen zu machen. Hab eigentlich relativ gut alles im Griff und arbeite jetzt in dem Bereich, um anderen Menschen die Augen zu öffnen. Um genauso wie euch die Augen zu öffnen, dass man ganz einfach manipulierbar ist. Ich habe mit einer namhaften Journalistin von Sky gedreht, die hat selber gesagt, Erin, auch ich hätte mich radikalisieren können. Was ist jetzt deine Message an die Zuschauer, wenn du jetzt sagen würdest, okay? Letztendlich sollte man niemals irgendwelche Leute aufgeben. Also ich sage ganz klar, wenn irgendwelche Familienmitglieder Fehler gemacht haben, lass sie nicht liegen. Weil genau das produziert das. Also du schubst die Person von der Familie weg und damit kapselt diese Person sich ab und denkt sich, okay, guck mal, meine eigene Familie ist sogar gegen mich, was mache ich jetzt? Und dann suchen sie sich irgendeine Ideologie, wo sie halt aufgenommen werden. Ganz einfach. Ich habe meine Familie mit 12 erst kennengelernt. Das war nicht gelogen oder sonst was. Und das war so dann das, was ich damals auch gefunden habe und gesehen habe, so dieses Zusammenhaltsgefühl. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich selbst radikalisiert habe. Das hat jetzt nicht irgendwelche anderen Menschen beigetragen. Sonst, klar, spielt der Einfluss auch eine Rolle oder sonst was. Weil letztendlich habe ich mir selbst meinen Kopf selber gewaschen. Das ist halt der Fehler. Und ich sage auch vielen Jugendlichen im Arrest so, dass wenn du im Arrest sitzt, ich sage halt auch vielen Jugendlichen, wenn die sagen, ja, hast du Geld gemacht oder sonst was, ich sage denen, guck mal,
Ich saß 5 Jahre in Haft insgesamt. Diese 5 Jahre gehen, vergehen. Ein Mensch kann sich an alles gewöhnen. Aber stell dir vor, du gehst ins Gefängnis und deine Mutter muss sich jedes Mal hinter einer Trennscheibe besuchen kommen. Du kannst deine Mutter nicht anfassen, du kannst deine Mutter nicht berühren. Das macht deine Familie noch mehr kaputt. Und alle Menschen von außen gehen auf deine Familie drauf. Und wer ist es schuld? Die Person, die in Haft ist. Also die Person, die es eigentlich abbekommen müsste, kriegt es gar nicht ab, sondern die Familien. Aber warst du wirklich in einer Pflegefamilie? Ja, das war nicht gelungen. Ich habe meine Mutter wirklich mein Leib erst mit 12 kennengelernt. Also ich war von meinem ersten, zweiten Lebensjahr bis zum 10. im Heimen und bin dann mit 10 in eine Pflegefamilie gekommen. Das ist krass, Digga. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ganz, ganz krass. Krass, heftig. Heftig. Tut mir echt leid. Wir haben leider verloren. Aber krass, Bruder. Können wir kurz drüber reden, wie krass er bitte geschauspielert hat? Ins Detail, Digga. Ey, du hast mich hoffentlich. Ja, gesehen, Digga, das wollte ich gerade fragen. Genau, wieso kennst du dich so gut aus? Hi, also ich bin wirklich der Patrick, aber nicht Müller, ich heiße Grochler. Ja, Jamal hat gesagt, wir wollen diese Folge hier ein bisschen aufpeppen, wir sollen die Kapzar stören. Ich habe es geschafft, 4 Mann zu überzeugen. Ich bin ja auch richtig stolz drauf, dass ich so ernst geblieben bin. Das hat der Grund, ich war bei der Bundeswehr. Warum hast du dieses Wissen? Also hey, pass auf, ich war nie in Lindhorf und so einem Blödsinn. Lind, keine Ahnung, habe ich gegoogelt. Ist hier in der Nähe, ja. War ich noch nie, habe ich tatsächlich. Ey, wenn sich jemand die 500 Euro verdient hat, dann du. Alles, was ich auf die Bühne gebracht habe, habe ich tatsächlich über Google mir zusammengereimt, daraus eine Geschichte gestrickt und habe, ich denke mal, auch Jamal Erwartungen mehr als übertroffen. Ich bin stolz darauf, so ein Teil dieser Gruppe gewesen zu sein. Danke. Hast du die Geschichte, so wie du sie gerade erzählst, uns erzählst? Da wäre easy, ja? Nee, da wäre es auch hart gewesen mit ihm als Konkurrenz. Und ich wollte euch genauso wie Jamal gesagt, ey, wir sollten euch zerstören. Das habe ich ganz einfach gemacht, indem ich einfach nur gelacht habe. Und das hat euch verunsichert. Und das hat was mit Manipulation zu tun. Oh, jetzt denken alle, die jetzt mitmachen, die können jetzt alle lachen. Jetzt denken alle, ich stehe hier und lache, ja. Im ersten Folge, wo wir verloren haben, ne? Ali, komm her. Premiere, ne? Alles gut, Bro. Bruder, du hast es klasse gemacht, Bruder. Glückwunsch, Walla. Du hast es krass gemacht. Ey, aber Respekt an Naim, der wirklich dahinter kam. Ey. Das war krass. Auf jeden Fall richtig stabil. Wenn ich einmal in Düsseldorf bin, lass mal feiern gehen, say water. geht ein Drink auf mich. Krass gemacht. Du, hey. Ey, guck mal. Das ist Respekt, du. Du bist so der Krasse. Nigeria. Ey, sorry, aber. Also Leute, wir haben heute verloren. Bruder, du hast heute ehrenvoll die Wette gewonnen. Bist auf jeden Fall in meinem nächsten Stream dabei, Bruder. Wir reagieren zusammen drauf. An der Stelle darf sich dann der Lügner das Geld abholen. Du hast einen krassen Job gemacht. Mach den schönen Abend. 500 Euro. Gönn's dir. Du hast es auch studiert. Du warst krass. Ja. 2 Tage. Okay, wenn es jemand verdient hat, dann wirklich er. Alright, Freunde, an der Stelle, das war's gewesen mit dem Video. Ey, ich bedanke mich bei allen, die hier mitgemacht haben. Ihr wart krass. Schickt mir bitte eure PayPal-Links, ne? Ihr kriegt auch noch Geld. Danke an alle. Checkt die unbedingt ab. Theo. Spaß. Spaß. Alles gut. Checkt Ali. Checkt Zara. Checkt Ben. Checkt mich. Checkt Zeitjeans. Also, wenn ihr Bock habt, die Leute hier vielleicht irgendwo mal an einem anderen Ort zu sehen. Anderen Ort. Ich weiß es nicht. Digga, nein, hallo, chillt mal, übertreib mal jetzt. Dubai, hallo, rausschneiden. Hallo, chillt jetzt mal ein bisschen, hallo. Wir sagen noch nichts, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel geplant. Deswegen, wenn ihr auch mehr davon erfahren wollt, folgt mir auf Instagram. An der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.